Das Thema IT-Sicherheit und auch Informationssicherheit wird gerade in kleineren und mittleren Unternehmen mittlerweile als mögliche Schwachstelle des Unternehmens erkannt und zunehmend auch versucht, dieses Sicherheitsleck, was häufig besteht, in unterschiedlichsten Facetten zu stopfen. Das vom BMWI, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderte Netzwerk elektronischer Geschäftsverkehr widmet sich dieser Fragestellung und der Antwortgebung für kleine und mittlere Unternehmen, um hier eben Informationen neutraler Art und fachlich fundierter Art zur Verfügung zu stellen, bereits seit Jahren im Rahmen des Verbundprojektes sichere E-Geschäftsprozesse in KMU und Handwerk. Hier gibt es jetzt seit dem Sommer 2011 eine zentrale Plattform im Internet unter kmu-sicherheit.de, auf der alle bisher erstellten Materialien zu den einzelnen Bereichen der Sicherheit, beispielsweise zur IT-Sicherheit, also zu den Hardware- und Softwaretechnischen Komponenten, muss ich beispielsweise einen Virenscanner installieren, wie häufig muss ich den updaten, gibt es jemanden in meinem Unternehmen, der sich darum kümmern muss, aber auch zu Fragen der Informationssicherheit. Wie muss ich es beispielsweise organisieren, dass gewisse Informationen im Unternehmen bleiben? Was ist mit der Verwendung von mobilen Datenträgern? Muss ich hier die Mitarbeiter schulen, damit diese nicht einfach jedweden USB-Stick an die PCs anklemmen? Hier, diese Aufbereitung der Materialien auf dieser Plattform ist sicherlich eine Möglichkeit für KMU, wirklich sich fundiert zu informieren und hier erste Einstiege und Einblicke in diese wichtige Thematik zu sammeln. Themenspezifisch aufsortiert und nach einzelnen relevanten Kriterien gefiltert, besteht hier die Möglichkeit, sich sofort dem Thema zu widmen, wo nun mal der Schuh drückt. Das ist bei einigen Unternehmen tatsächlich der Aspekt, zunächst mal über das Technische hinaus, noch der Mitarbeiterschulung. Es ist so, dass nach Studien, die wir nun seit 5 Jahren jährlich durchführen, circa 2/3 der Unternehmen und insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen ihre Mitarbeiter schulen zu Aspekten, wie gehe ich beispielsweise mit entsprechenden Datenmaterialien um? Was muss ich beachten, wenn ich einen USB-Stick in die Hand nehme? Oder überhaupt, was muss ich beachten, wenn ich ein Passwort vergebe? Also diese Einstiegsaspekte, aber auch weitergehende Aspekte. Hier stellen wir fest, dass das eben 2/3 der Unternehmen umsetzen, mit Mitarbeitern das Gespräch suchen und diese schulen. Das bedeutet im Umkehrschluss, bei 1/3 der Unternehmen hat die IT und die Informationssicherheit hier noch keine Relevanz gefunden. Das ist ein Manko, was gerade in der heutigen Zeit leider auch häufig große Gefahren und insbesondere große Gefahren für kleine und mittlere Unternehmen mit sich bringt. Weil hier muss man sagen, dass der Puffer, wenn mal das Kind in den Brunnen fällt, bei diesen Unternehmen beileibe nicht so groß ausgeprägt ist wie bei größeren Unternehmen oder Konzernen. Also, wenn Sie ein Unternehmen sind, was sich informieren möchte zu diesen Aspekten, schauen Sie auf die Plattform des Verbundprojekts kmu-sicherheit.de. Dort gibt es neutrale Aspekte zu jedweder Fragestellung der IT-Sicherheit, der Informationssicherheit und überall da, wo der Schuh drückt, dort findet man die entsprechenden Informationen. Der Besuch lohnt sich.